Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Projekt von mir. Und zwar gibt es ja mittlerweile einige Mods, die eine neue Tierspezies ins Spiel hinzufügen. Das sind mittlerweile so um die 30 Stück, wenn man jetzt die Haie weglässt und die ausgestorbenen Tiere oder die erfundenen Tiere, was ja auch manche Leute gemacht haben, hat man noch immer 30 Tiere. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich mache einen Zoo. Ich habe den halt so gebaut, dass der mitten im Wald ist. Das ist jetzt die Straße zum Zoo quasi. Vielleicht sollte ich mal Play drücken. So ein kleiner Teich hier gemacht. Der Wasserfall ist nicht schön, ich weiß. Ja, ich finde die ganzen Tiere, die neu dazukommen sind, passen auch gut in so ein eher ländlicheren Waldgebiet-Zoo, sage ich mal. Die Autos sind vom Workshop. Das ist das einzige Workshop-Objekt, was ich verwendet habe. Ich werde euch den Link zu den Autos in die Videobeschreibung packen. Darunter sind die Gästespawner, dass die Leute halt immer bei den Autos ein- und aussteigen. Hier hinter sind schon die ersten Tiere. Ich könnte das mal ausblenden. So, dann geht's rein ins Eingangsgebäude, wo ich halt links und rechts so ein bisschen Deko gemacht habe. Denn das soll quasi die Kasse sein. Also der Ticketverkauf. Ja, hier die ganzen Shops, die man braucht. Dann habe ich hier ein kleines Feld freilassen, wo ich Pflanzen reingesetzt habe und oben so eine Glasdach. Dann habe ich mir Tiere rausgesucht, die zumindest ähnlich sind wie die, was es als Mod gibt, und habe sie da hergesetzt. Dann habe ich hier begonnen, einen Zooplan hinzuhängen. Allerdings schaut der nicht gut aus und ich müsste noch einiges verändern, aber hier kann man sich zumindest schon ein bisschen spoilern lassen. Hier sind noch Gehege dazukommen und da habe ich noch nicht die Tiere eingezeichnet. Aber egal, gehen wir mal durch. Und zwar habe ich hier gleich Schafe, die gerade gefüttert wurden. Ich habe überall relativ große Gehege, dafür auch relativ viele Tiere eigentlich verwendet. Jetzt nicht irgendwie so. Ich habe halt probiert, den Zoo realistisch zu halten. Das heißt, keine Ahnung. Da habe ich jetzt nicht. Die Schafe stehen halt auf einer Weide so. Die kriegen nicht einen asiatischen Tempel hingesetzt, wo. Weil, keine Ahnung, macht halt für mich keinen Sinn. Und ich wollte den relativ realistisch halten. Dann gibt es hier Dammhirsche. Geht das Gehege hier hinten noch weiter. Dann kann ich auch so reingehen. Ja, dann halt ein kleiner Stall. Wenn weitergeht, sind die Rocky Mountain Wapiti gleich hier. Und da ist gleich das Männchen. Ja, das schon halt. Da fehlt halt hier noch der ganze Wald. Den werde ich aber erst setzen, wenn ich das Gehege beginne zum Bauen. Ich werde wahrscheinlich hier gleich die Elche anschließend hinsetzen, weil ich mir denke, das passt da ganz gut zu den nach den Dammhirschen und den Wapiti. Aber das ist halt das nächste Gehege, was ich dann bauen werde. So, wenn weiter geht, sieht man hier schon die nächsten Tiere. Und zwar habe ich die Kühe hier gleich gebaut, weil da oben ist so eine Art Bauernhof, wo ich gleich mehrere Tiere unterbringen konnte. Und wir gehen einmal links herum. Nehmen hier die Kühe auf der Weide. Rechts sieht man gerade nichts. Oh ja, da. Rechts sind die Alpaka. Bei den Kühen geht es halt auch dann noch weiter nach hinten. Ich arbeite damit die Gehege nur Weidefläche sind. Was ich finde, für eine Kuh ist es okay, wenn das nur eine Weide ist mit ein paar Bäumen. Habe ich noch immer so probiert, so kleine Stein- oder Felsvorsprünge zu machen. Mit einer kleinen Pflanze dazu. So, dann gehen wir mal in den Stall. Hier liegen eine Menge Kühe. Hier liegen die Alpakas. Und dann das letzte Tier im Stall geht schon da oben. Und zwar sind hier Ziegen. Die können halt hier raus und dann da drüber gehen. Und hier haben sie dann nochmal eine Fläche. Hier ist halt die größere Wade und hier ist dann halt auch noch so ein kleiner Auslauf. Ja, links ist halt nur noch Wald. Und dann kommen wir auch schon zu den letzten Tieren, die momentan drin sind. Und das sind Fischotter, die sind halt
Ich habe halt eine Menge reingehen, weil die so winzig sind und ansonsten normalerweise sieht man dann höchstens einen, dass jetzt alle auf einen Haufen schwimmen und herumlaufen ist halt nicht normal. Ja, dann kann man hier halt eben noch außen rumgehen. Hier sind nochmal die Alpaka. Und dann habe ich hier noch genug Platz, um das Ganze zu erweitern. Ja, ich wollte eigentlich alles als Speedbild aufnehmen. Nur habe ich bei den ersten Gehegen Probleme mit der Datei gehabt und jetzt kann ich euch nur Ausschnitte davon zeigen und das Dammhirsch und Wapiti-Gehege, was jetzt nicht spannend ist, weil es halt einfach nur eine Fläche ist, wo ich Bäume hingesetzt habe und einen kleinen Stall gebaut habe. Ich habe auch die Mitarbeiterhäuser einfach nur ganz schlicht hier einbaut und ein bisschen mit Bäumen versteckt, da bin ich halt auch noch nicht fertig. Ich muss nicht sehr viele Bäume setzen in dem ganzen Zoo. So sieht das Ganze jetzt von oben aus. Ich werde jetzt einfach noch das Speedbild von den Dammhirschen und vom Wapiti einblenden und noch ein bisschen vorlesen, was es noch für Tiere gibt und die ich in den Zoo einbauen will. Also es gäbe noch Mähnenwolf, Rotfuchs, Rotwolf, Eurasischer Luchs, Kojote, amerikanischer Schwarzbär, mexikanischer Grauwolf, ein Puma, ein Amurleoparden, Mähnenspringer, Seehunde, dann eben Elche, Przewalski-Pferde, Dromedare, Säbelantilopen, Spitzmaulnashörner, Krewi-Zebra oder wie man die ausspricht, Flachlandtapire, Krokodilkaimane, goldenes Löwenäffchen, gehaupter Kapuziner und Totenkopfäffchen. Die ganzen Tiere will ich auch noch einbauen. Ich denke, bis ich dann die ganzen, also wenn ich die ganzen Tiere einbaut habe, werden sicher noch irgendwelche dazukommen. Dann muss ich halt irgendwo an den Zoo noch wo dran bauen. So, dann hoffe ich, das Video hat euch gefallen und euch gefällt vielleicht auch die Idee oder dazu. Dann würde ich sagen, wir sehen uns beim nächsten Mal. Ciao.